Was geht ab, 1 Live? Mein Name ist Chiago und heute zeige ich euch, wie ich meine Kohle jeden Monat ausgebe. Wir haben Chiago gefragt, für was er im Monat sein Geld raushaut. Hier erfahrt ihr, wie viel Kohle er fürs Taxifahren ausgibt. Bin schon irgendwie süchtig geworden danach. Und wie viel er im Monat an Miete zahlt, hat selbst uns erstaunt. Zahlt tatsächlich eure Miete in meiner Wohnung. Herzlich willkommen bei 1 Live Abrechnung mit Chiago. Moin, was geht ab? Also ich bin immer noch angemeldet bei meinem Jiu-Jitsu-Verein und ich glaube, da zahle ich sowas wie 100 Euro im Monat oder 90 Euro. Ich schaff's nicht so oft, also eigentlich schaff's nur einmal die Woche. Klar, es gibt Gurte. Um höher zu aufzusteigen in den Gurt, muss man natürlich auch oft hingehen und deswegen stagniere ich gerade. Also so viel ist es, glaube ich, gar nicht, was man für einen Verein ausgibt. Also es geht, ich glaube auch so 100 Euro pro Partyabend. Ich bin jetzt nicht so einer, der in so einen Club geht und sich Flaschen holt. Also in Clubs gehe ich nicht feiern, aber ich habe das Privileg, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss und dann hole ich mir einfach auch, was ich Bock habe, lade irgendwie auch meine Freunde ein. Eintritt fällt ja auch irgendwie ganz oft weg, weil irgendwer irgendeinen kennt und man dann auf irgendeiner Liste steht. Und dann ist eigentlich das einzige Geld für Drinks und irgendwie Taxi. Sonst eigentlich gar nichts, weil ich kein Auto habe. Aber ich habe mir jetzt eine Vespa geholt. Ich habe mir die Justin Bieber Vespa geholt in weiß mit so Flammen an der Seite. Ich habe einmal getankt und es war ultra billig, es waren irgendwie so 9 Euro oder so. Und der Tank ist immer noch voll. Ja, ich würde sagen, ich gebe im Monat halt vielleicht ab jetzt sowas wie 15 Euro für Benzin aus oder so. Müsste ich mal mein Management fragen. Wie viele hast du? 50 Stück. Auch schon mal im Skilob damit gewesen? Da fahre ich dann ohne Brille. Habe ich echt gut verhandelt, weil es war jetzt schon eine Weile her. Aber ich habe mit dem Typen telefoniert und habe irgendwie dem irgendein Angebot gesagt, was ich im Internet gefunden habe. Und dann haben sie mir gesagt, ey, wir geben dir das gleiche, aber mit unendlich Gigabyte, also mit unendlich Datenvolumen. Und jetzt zahle ich wirklich nur so 25 Euro für unendlich Datenvolumen. Und ja, ich spare richtig an meinem Handyvertrag. Ich habe Spotify, ich glaube Apple Music, hat mir eine Freundin, die da arbeitet, hat mir mal so ein Free-Abo geklärt. Boah, ich bin, glaube ich, ehrlich gesagt bei allem angemeldet und vergesse immer, mich abzumelden und ich benutze es nie. Ich habe Netflix auch schon durchgespielt. Und ich bin auch bei Disney angemeldet. Ich bin auch bei DAZN. DAZN habe ich auch. Irgendwann mal 5 Euro und dann war ich kein Student mehr und dann waren es 10. Ich kriege ja immer alles geschickt. Aber immer mal wieder habe ich irgend so ein Piece, was ich will, dann kaufe ich es mir. Mein Lieblingspiece ist tatsächlich dieses Shirt. Ich trage es irgendwie die ganze Zeit, es fittet geil. Und ich habe mir auch hier so Löcher reingeschnitten. Kommt auch hart. Aber ich kaufe auch viel Secondhand-Kram. Ich würde sagen, sowas wie, keine Ahnung, so vielleicht 500 bis 1000 Euro. Vielleicht weniger, glaube ich, sogar weniger. 500. Manchmal kaufe ich mir auch ein paar Monate gar keine Klamotten und kriege die einfach nur irgendwo oder leihe sie mir irgendwo und gebe sie nicht zurück. Also, ja, schon viel. Also ich bin schon irgendwie süchtig geworden danach. Von mir ins Studio, vom Studio in die Kneipe, von der Kneipe in den Club, vom Club zu meinen Kumpels. Ich sage jeden Tag 50 Euro oder so für Uber. Weil ich überall mit Uber fahre, aber vielleicht ändert sich ja jetzt durch meinen Justin Bieber Mofa. Vielleicht fahre ich jetzt weniger Uber. Ich gebe immer großzügig Trinkgeld. Ich würde sagen, ich gebe immer so 20% und deswegen gebe ich schon viel Trinkgeld. Immer wenn ich halt irgendwo was kaufe, gebe ich Trinkgeld. Und ich bestelle ja auch viel, dann gebe ich auch mal Trinkgeld. Ich gebe jetzt auch nicht unsympathisch Trinkgeld, ja. Also so, wenn irgendwie, ja. Wenn ich mir jetzt Wasser kaufe und dann mit einem Zwanni bezahle, dann ist ja auch irgendwie eklig. Also ich gebe einfach immer so um die 20% und ich habe auch natürlich schon mal zu meinem Geburtstag irgendwie Essen war mit meinen ganzen Freunden und die Rechnung waren 800 Euro, dann runde ich halt auf 1000, so. Das sind dann 200. Ja. Aber es ist natürlich auch nur, weil ich gerade in einer sehr privilegierten Lage bin und es machen kann. Man muss natürlich nicht so viel geben, aber es ist schon, wenn ihr es euch leisten könnt, dann ist es korrekt, wenn ihr immer so ein bisschen Trinkgeld gibt. Vor allem bei Lieferdiensten. Also was wirklich gottlos ist, wenn man sich was bestellt und dann die Person, die euch das nach Hause bringt, kein Trinkgeld gibt, das geht gar nicht klar. Also dann bitte immer Trinkgeld geben. Mindestens 2-3 Euro oder so. Also ich würde sagen, so mehrere 100 Euro Trinkgeld. Ich stehe auch auf so ganz bescheidene, normale Urlaube irgendwo, wo es einfach schön ist. Also nicht irgendwie auf Luxus mit irgendeinem unnötig fetten Villa, mit irgendeinem fetten Auto, sondern einfach irgendein cute Airbnb irgendwo am Meer. Und es ist dann meistens nicht so teuer. Ne? Für eine Woche kostet es dann vielleicht, weiß ja auch nicht, 400, 500 Euro vielleicht. Und dann gönne ich mir halt immer, dass ich immer essen gehe. Aber auch jetzt dieses Jahr zum Beispiel viel zu wenig Urlaub gemacht, weil mein Album jetzt kommt und ich einfach dafür gehasselt habe die ganze Zeit. Also habe ich auch wirklich nicht viel ausgegeben für Urlaub. Ich war in Brasilien, das war sehr geil. Rio de Janeiro, wirklich die geilste Stadt, in der ich je war. Aber da waren noch die Flüge das teuerste. Ich weiß nicht, paar tausend maximal. Auch oft viel, ja. Also ich regelmäßig zu schnell gefahren und falsch parken. Also da würde ich auch wirklich sagen, ein paar hundert im Monat. Und ich habe auch extrem viele Punkte. Ich habe, glaube ich, so 6 oder 7 Punkte. Und irgendwie muss auch mein Führerschein schon mal abgeben. Vielleicht weiß das Internet das ab, irgendwie 10 Punkte, also muss man den Führerschein abgeben, oder? Also ich habe irgendwie 6 oder 7. Weißt du noch, was mal das Höchste war, was du irgendwie da überweisen musstest? Ja, irgendwie so auch so 400 Euro oder so, weil ich irgendwie 30 km/h zu schnell gefahren bin.
Ah, verdient, ich hab's verdient. Ich hab noch einen sehr geilen Vertrag. Shoutouts an meine Vermieterin. Das ist ein Freund von meiner Mama. Die ist einfach richtig cool. Also da habe ich auch schon gewohnt, wo das jetzt alles war. Mit meiner Karriere und so. Ich fühle mich da aber super wohl. Deswegen bin ich da immer noch. Gibt noch keinen Grund auszuziehen. Ich zahle tatsächlich 500 Euro Miete in meiner Wohnung. Ich suche übrigens gerade einen Mitbewohner. Ich habe ein freies kleines Zimmer. Also wenn ihr interessiert seid, dann meldet euch bei mir. Wenn ihr Bock habt, noch mehr von solchen Videos zu schauen, klickt mal irgendwo hier. Fragenhagel, war ich auch schon mal dabei. Klick mal jetzt einfach hier. Hier, da, hier, hier.